Hier kommt eine neue Episode der Häsemuddis und Pelch. Moin. Hallo zusammen. Heute fahren wir mal wieder nach Frankfurt und schauen mal, wie dort die Vorbereitungen für die Läden so getroffen worden sind oder werden. Wir gehen ein bisschen spazieren mal. Wieder, genau, ein bisschen mal bewegen. Trinken, falls wir einen kriegen. Wenn nicht, habe ich auch welchen dabei. Oh, Häsemama. Bestens präpariert, auf alles vorbereitet. Und Leute, ihr müsst keine Angst haben um unseren Infektionsschutz. Keine Sorge. Zur Not haben wir alles dabei. Wir sind in Frankfurt angekommen. Was? Ich habe nur gesagt, dass wir in Frankfurt angekommen sind, Häsemama. Da sind wir. Häsebub, halt dein Fahrrad gut fest. Wir steigen jetzt die Schillerstraße aus. Und sind damit an der Hauptwache. Schon gleich beim Stockbox bei dem einen von denen. Bub, wenn ich dir den Fahrradhelm zu fest mache, dann würge ich dir die Grotze ab. Hier hat jemand seine Schuhe auf den Baum geschmissen. Da ist die Börse. Das ist so wie in Dänemark. Ja, aber das hat einen speziellen Brauch da oben in Dänemark. Aber nur zu Weihnachten. Bisschen frisch heute, ne? Ja, Gott sei Dank habe ich mir ein Strickjäckchen mitgenommen, weil ohne wäre es dann doch ein bisschen. Gestern war es ja über 20 Grad und heute. Ja, wie viel Grad haben wir es denn eigentlich? Es waren so 19,5, glaube ich, in Eschborn, wo ich da geparkt habe. Ja gut, es ist auch ein bisschen bewölkt, dadurch ist es gefühlt ein bisschen kälter. Dann wird's wieder. Hier steht auf der Zeile ganz groß Corona-Verschwörung, Fragezeichen. Es ist heute wieder relativ viel los. Die Geschäfte öffnen hier auch morgen, am Montag. Wir sind jetzt in der Freskas. Herr Semudi, hat hier alles zu, oder? Noch? Ja, noch. Mal gucken. Was hier Morge öffnet. Ja. Ja. Doch, aber Kaffee kriegt man überall auf die Hand. Also hier bei den ganzen Geschäften und bei den ganzen Kaffees. Guck mal, das ist süß, dieser Kontrast, dieses alte Häuslein. So zwischen diesen beiden modernen. Das findet man hier öfter. Hier so kleine Lückenhäuschen, ja. Alles gefüllt. Genau. Und du liegst hier auch noch. Ist hier nicht kalt? Ist ja immer da, Winter wie Sommer. Oh Mann, ey. Ein Aufkleber auf dem Hinnen. So, jetzt stehen wir hier vor der alten Oper. War ich selbst auch schon drin. Ist echt eine tolle Akustik da drin. Kann man empfehlen, wenn es denn irgendwann mal wieder geöffnet hat. Irgendwann in diesem Jahrhundert, ja. Genau. Machen wir nochmal ein Bild von ein bisschen weiter vorne, von vorne der Oper. Genau. Sehr schön. Hier sitzen viele am Brunnen. Der Brunnen wurde ja abgelassen. Schade eigentlich. Und die Lampen sind hier so schön. Es wird auch keine. Oh, krieg ich einen Keks angeboten. Dankeschön. Die habe ich noch nie probiert. Kennt ihr die? Sieht auf jeden Fall lecker aus. Willst du auch, Häsebub? Wir verlassen jetzt die alte Oper und laufen jetzt einfach mal hier so durch den Park und gucken wir mal, wo wir da rauskommen. Ich glaube, das ist so Richtung Taunusanlage oder Messe. Irgendwie sowas in der Art. Hier haben wir den Marschallbrunnen, der ist natürlich auch gesperrt, dass die Leute sich wahrscheinlich da nicht hinsetzen. Hier die riesen Hochhäuser, die Banken. Und da hinten kommt irgendwo ganz fröhliche Musik her. Mal gucken. Ah, hier machen irgendwelche Jungs irgendwelche Sachen, chillen. Das ist übrigens das Deutsche Bankhochhaus. So, der Häsebub wart schon da vorne an Ampel. Ach genau, hier für den Teil Hesse, hier ist die Taunusanlage. U-Bahn-Station. Was suchen die hier, Häsemama? Wir suchen engagierte Nachhilfelehrer auf Minijob und Honorarbasis. Es ist grün, Mama! Dann? Auf geht's! Dann geht rüber, Kinder!
Voll schöne Parkanlage hier, da waren wir noch nie, oder? Das ist immer neue Wege in Frankfurt. Wir erkunden die Stadt jetzt durch Corona. Das haben wir hier, ein Kunstwerk. Irgend so ein Holzteil. Naja, und hier rundherum die ganzen Banken und Kreditinstitute und so weiter und so fort. Und hier ein trotzendes Kind. Oh, schaut euch mal hier die Hochhäuser an, das sieht so gigantisch aus. Das ist, glaube ich, der Japan Tower. Da oben ist auch so ein Restaurant und eine Besucherplattform. Da oben ist, glaube ich, der HR-Funk, oder? Also steht HR drauf. Steht HR drauf, der HR-Tower. Der Japan Tower. Und ja, hier ist das Deutsche Bahngebäude. Da vorne geht es zur Festhalle, glaube ich. Und keine Ahnung, also oh. Aber es gibt hier viel zu entdecken, ne? Hesse Mama in Frankfurt? Ja, interessant. Ja, schon cool, Frankfurt so zu entdecken. Hier gibt es so viele Sachen, die wir selber noch gar nicht so entdeckt haben. Das ist zum Beispiel der Taunusturm, den kann ich auch noch nicht. Hier haben wir sozusagen ein Kunstwerk von August West. Habe ich das richtig gesagt, Hesemutter? Hesemutter. Ja. Stimmt das, August West? Nee, warte mal, Franz West, oder? Was? Franz West. Franz. Franz war's. Franzi. De Franzi. Also ohne Namen, diese Skulptur, aber Aluminium lackiert steht da drauf. Hier. Genau. Aber schaut mal, der Kontrast hier zwischen den Hochhäusern mit den Bäumen, das ist echt schön. Da in der Ecke der Japan Tower und hier der Taunus Tower. Hier haben wir die neue Oper da drüben. Und dieses Eurozeichner. Genau. Und hier geht es Richtung Hauptbahnhof. Wieder so eine coole Skulptur. Hier haben wir das Commerzbank-Gebäude. Wir können rüber ins Grün. Die anderen sind schon drüben. Und ich stehe hier noch. Im Hauptbahnhof ist auch wieder relativ wenig los. Und mal gucken, wie es morgen ist, wenn dann hier alles wieder öffnet. Aber wir treten jetzt mal den Heimweg an und wir werden, glaube ich, den Sommer viel Frankfurt erkunden. Und vor allen Dingen Gegenden, wo wir hier noch nicht waren. Und nehmen euch sehr gerne mit. Macht's gut, bis zum nächsten Video.